So, nachdem die Bohrer-Attacke vorbei ist, ja, es hat noch ein bisschen gedauert hier, bis es ruhig wurde, hänge ich aber jetzt dann doch noch eine Folge dran und wir sind wieder zurück, diesmal mit der 10. Folge des Buzz Aldrin Space Managers. Und wir hatten jetzt gerade so ein bisschen Personal eingestellt. Und sonst ist die Runde nicht viel passiert und wird auch nicht mehr viel passieren. Wir konnten keine Missionen machen, also beenden wir die Runde und schauen, was das nächste Quartal bringt. Der Raumanzug, der sieht jetzt mittlerweile sehr gut aus, der Gemini-Raumanzug. Ich glaube, den geben wir zum Testen frei. So, die Saturn C3, die dauert noch ein bisschen. Der Ranger mit 86,9. Ja, würde es wagen. Apollo. Die Apollo braucht auch noch ein bisschen. Der Raumanzug sowieso. Die Landefähre noch länger wahrscheinlich. Ja, das sind jetzt, das ist ja alles Zukunftsmusik. Und die Marina 6 Mars-Sonde. Wir fliegen ja zum Mars. Falls ihr es noch nicht wisst, wir fliegen bald zum Mars. Zumindest mit einer Sonde. Ah, jetzt, ich hab's gewusst. Also. Ja, die Russen waren jetzt tatsächlich schneller als wir gewesen. Das war auch abzusehen. Der harte Aufschlag auf dem Mond haben die jetzt gemacht. Na ja, gut. Da waren sie hier halt schneller als wir gewesen. Dafür sind wir als Erste auf dem Mars, oder zumindest fliegen wir als Erste am Mars vorbei. Versprochen. Ja, und hoffentlich sind wir als Erste auf dem Mond. Darauf kommt es ja schließlich an. Darauf kommt es ja am Ende an, wer als Erstes auf dem Mond ist. Also wir lassen uns jetzt nicht entmutigen von einem Rückschlag. So, da kommen ein paar Astronauten aus der Ausbildung. Flugleute auch. Wissenschaftler auch. Okay. Astronauten sollte ich zur Verfügung haben. Ach genau, wir konnten nicht starten, weil die Rakete noch nicht fertig war. Ja, das war die Saturn C3. Ich glaube, die ist auch jetzt noch nicht fertig. Mit 76%. Leider nicht. Ich setze jetzt hier mal noch einen vierten Forscher ein, auch wenn das jetzt nicht sein Spezial oder beziehungsweise ihr Spezialgebiet ist. Ja, mit 76 ist mir das noch auf jeden Fall definitiv zu Joker. So. Der Raumanzug ist ja mehr oder weniger fertig. Da kann ich hier schon mal zwei Leute abziehen. Hier dazu tun. Haben wir da vielleicht noch Leute, die das besser können? Nicht wirklich. Also bleibt's dabei.
Wir haben auch keine Leute jetzt parat, die hier beim Raumschiffbau helfen können. Warum eigentlich nicht? Wo sind unsere ganzen Forscher? Mann, oh Mann. Okay. Was machen wir? Wir können kein Gemini-Programm starten, keine Gemini-Mission. Wir könnten einen Satelliten bzw. eine Sonde starten. Den harten Aufschlag auf den Mond, wollen wir den machen jetzt? Ja, komm, den machen wir. Wir haben. Der wird wenigstens den Russen gleichziehen, noch in dieser Runde. Jetzt rein aus Prinzip, ja, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Wir haben hier eine Bewertung von 89,9%. Es könnte ein bisschen mehr sein. Was brauchen wir für eine Rakete? Translunarer Flug 331 Kilo. Dann nehmen wir eine Atlas Agena. Oder haben wir noch was Zuverlässigeres? Nicht wirklich, ne? 92,3 gegen 92,9. Also es bleibt bei einer Atlas Agena. Und die Bewertung bleibt bei 89,9%, aber das ist auch noch okay. Es ist ein unbemannter Flug. Es wird uns nicht die Welt kosten, wenn es fehlschlägt. Und deswegen machen wir das. Ja, mit einem guten Bodenteam kriegen wir das schon hin, ne? Brauchen wir jetzt nur 5 Leute. Und die Mission ist angesetzt. So, liebe Forscher, ich vermisse euch. Ja, alle sind irgendwie im Einsatz. Ich weiß gar nicht, wo die alle sind. Ganz komische Sache. Ja, stellen wir mal noch jemand ein hier. Kann ich schon wieder nicht. Ich habe doch erst einen eingestellt. Das finde ich sehr merkwürdig, dass ich jetzt nur noch einem Jahr scheinbar einstellen kann. Ja, schade. Das ärgert mich total. Das habe ich aber schon öfters gesagt, jetzt, dass mir das tierisch auf den Zeiger geht. Wie sieht es denn mit den Astronauten aus, Kollegen, Kollegen? Der Lawrence Pearl braucht definitiv mehr Führungsqualität. Der ist noch ziemlich neu bei uns. Ja, der Rest sieht schon gar nicht so schlecht aus. Brauchen 3 Leute, brauchen wir bereit. Einen können wir jetzt vielleicht noch auf eine Schulung schicken. Ja, dann schicken wir den Victor Tate auf eine Fitnessschulung. Bewegung schadet nichts, sagt der Richtige. Ich kann auch keinen Astronaut mehr einstellen. Eieieiei. Wie sieht's denn mit den Flugleitern aus? Hier ein wenig. Lane Neely könnten wir zu noch einem besseren Flugdirektor machen. Den schicken wir mal auf Flugbahn- und Steuerungsschulung. Und ich kann auch hier keinen mehr einstellen für den Rest des Jahres. Also ich konnte in allen Bereichen scheinbar nur eine Person jetzt einstellen.
Das ärgert mich. Ich brauche eigentlich mehr Leute. Aber gut, man muss damit leben, was man hat. Dann ist die Runde zu Ende. Ja, die Saturn C3 Trägerrakete, die macht so einen kleinen Sprung nur. Ah, ich hätte die früher anfangen sollen zu forschen. Habe ich irgendwie nicht dran gedacht, scheinbar. Oder habe es nicht gemerkt, dass uns da eine Rakete fehlt. So, die Range 3 hat 88,9%. Naja, die wird es wohl noch zum Mond schaffen, oder? So, geplante Mission, Ranger 3. Der Aufschlag auf dem Mond. Dann kann sie ja kaputt gehen. Also sie muss es nur bis dahin schaffen, dann kann sie crashen. Ist mir dann egal. Also soll ja eigentlich crashen. Dann schauen wir mal. Es bringt gut Ansehen. Wir verlieren aber nicht viel, wenn es fehlschlägt. So Missionen sind mir die liebsten. So, die Mission ist bereit. Es gibt 9 Checkpoints diesmal. Dann sage ich mal, take off. Die Rakete fliegt. Keine Probleme beim Start. Gleich wird die Sonde rausgesetzt. Ah, dieser Anblick von oben auf den Erdball finde ich immer wieder umwerfend gut. So, die Sonde wird in die Bahn hineingeschossen und fliegt zum Mond und schlägt jetzt gleich. Gut, das war ja einfach. Also Sachen kaputt machen auf dem Mond können wir schon mal. Ich denke mal, das ist ein ganz guter Start. So. Wunderbar. Ach, die Russen schon wieder. Was haben sie gemacht? Raumflug Langzeitmission 2 abgeschlossen. Testflug in der Atmosphäre mit PKA. Was ist ein PKA? Das weiß ich nicht. Aber das stört mich, dass die da einen Testflug machen, von dem ich nichts weiß. Die werden mir langsam gefährlich. Zurückbringen eine Mondprobe. Haben die jetzt eröffnet? Das eröffnen wir jetzt auch. Und diesmal kriegen wir die. Aufgrund von aktuellen Erfolgen hat die Weltraumorganisation eine Aufstockung des Budgets erhalten um 7,2%. Sehr nett, Dankeschön. So, wir müssen noch 5 Runden, 6 Runden Zeit haben bis zur nächsten Budgetprüfung. Wir brauchen nur noch 2000, noch nicht mal Prestigepunkte. Das kriegen wir locker, flockig hin. Was wir gerade nicht so hinkriegen, sind bemannte Missionen. Was sehr schlecht ist. Ja, sind halt jetzt gerade dadurch, dass wir das Apollo-Programm eröffnet haben, sind halt auch schon viele Wissenschaftler damit beschäftigt.
aber 78 ist mir noch zu wenig für eine bemannte Mission. Da kann man sagen, was man will. Aber wir können eine neue Mondsonde, das ist der Pioneer 2 Mondorbiter. Dieses Programm besteht aus dem Raumflug einer Raumsonde, die in einem Orbit um den Mond einschwenkt und wertvolle Daten wie Fotografien von der Mondoberfläche und Messungen der Weltraumumgebung zur Erde sendet. Die Dauer der Mission beträgt 2 Monate. Also das ist nicht das Einsammeln einer Probe. Das macht erst die hier, die Surveyor, oder was? Wir haben das gar nicht. Wir haben gar keine Sonde, scheinbar, die eine Probe vom Mond mitbringt. Das haben wohl nur die Russen. Okay, soll uns jetzt aber, glaube ich, nicht beruhigen. Sollten trotzdem die nächste Sonde schon mal starten. Ja, es geht eigentlich nicht um die Sonden, ne? Wir schauen mal, wie es hier aussieht im Forschungsprogramm. Also die Ranger können wir damit abhaken. Wir haben hier Kapazitäten frei. Haben noch welche für bemannte Raketen. Also da haben wir auch jetzt keinen richtigen Spezialisten, den wir rüberschicken könnten in die andere Abteilung. Wir haben hier aber ein paar Leute. Ja, zumindest zwei, drei, die sich mit Sonden auskennen. Gut, ja, dann machen wir straight forward und eröffnen das Pioneer 2 Mondorbiter-Programm. Dafür haben wir auch schon eine passende Rakete, die Atlas Agena. Und wir haben auch schon Leute. Ich setze mal nur drei, obwohl ja die Russen. Ja, machen wir ruhig alle vier. Und der eine, der übrig ist, der kriegt eine Schulung. Der hat nämlich nichts drauf. Und das heißt leider auch, dass wir keine Mission machen können diesmal. Mal wieder nicht in dieser Runde. Wir sind gerade stark ausgebremst. Ah ja, da haben wir uns ein bisschen verplant wohl. Das liegt nur an der Rakete. Es liegt wirklich nur an dieser einen Rakete, die jetzt fertig werden muss. So, den schicken wir auf eine Raumsondenschulung. Einstellen können wir immer noch niemanden. Wie sieht es denn bei den Astronauten aus? Das sind unsere drei Leute, die wir. Okay. Ja, sonst hat sich hier nicht viel verändert. Naja, den können wir hier noch eine Schulung machen lassen. Achso, ne, der ist ja schon auf eine Schulung. Ich habe mir das falsch gefiltert gehabt.
Gut, lassen wir so. Und Runde beenden. Raumanzug haben wir dann die Leute nicht abgezogen? Ich dachte, die Leute habe ich vom Gemini-Raumanzug abgezogen. Anscheinend wird er immer noch. Ah, habe ich wohl einen vergessen. Die Saturn C3 ist jetzt auf 80,9%. Können wir damit einen Start riskieren? Einen bemannten Start mit zwei Leuten? Es ist schon ein Risiko, ne? Muss man ganz klar sagen. Aber wenn es gut geht, dann ist die Rakete danach auch gut getestet. Also die wird einige Prozent dazu kriegen. Ich überlege es mir während der Runde. Ah ja, guck mal, die Pioneer 2, wir haben ja schon die Technik übernommen vom letzten Mal. Deswegen haben wir da gleich einen besseren und schnelleren Start gehabt. So, die Russen haben hoffentlich nicht schon wieder irgendwas Schlimmes gemacht. Oh mein Gott, Doppelstart eines Raumfluges. Also die halten jetzt nicht mehr still. Hier, die gehen auch sehr schnell vorwärts jetzt. Wir haben allerdings, also wir haben den Vorteil, den bilde ich mir zumindest ein, dass wir das Apollo-Programm schon relativ früh in Gang gesetzt haben und daran forschen jetzt schon eine ganze Weile. Und die Sachen sind zu einem großen Teil jetzt schon fast fertig erforscht. Also wir können fast nahtlos überspringen vom Gemini-Programm ins Apollo-Programm. Da müssen wir allerdings, glaube ich, auch noch eine Rakete vorher entwickeln, aber das müssen wir dann nochmal sehen. So, Astronauten schlossen die Ausbildung ab und die Flugleiter genauso. Ansonsten ist nicht viel passiert in dieser Runde. Also mit dieser Rakete hier, mit meinem Sorgenkind. Die Saturn C3 mit 80,9% ist es mir ehrlich gesagt. Es sind zwei Astronauten, die wir verlieren würden. Wir haben zwar theoretisch mehr oder minder guten Ersatz, aber zwei Astronauten verlieren mit so einem vermeidbaren Risiko hier. Ich würde ja sehr gerne wissen. Wo ich noch mehr Spezialisten für bemannte Raketen habe, habe ich das so. Ich habe es wahrscheinlich so in der Forschung vernachlässigt, dass es jetzt auch hier nicht so richtig vorangeht. Also in der Ausbildung vernachlässigt ein bisschen. Also wir kriegen die Runde nochmal 2% ungefähr dazu, dann haben wir 82,9. Und in der nächsten Runde dann auch nochmal, also dann vor der Mission wird auch noch ein bisschen geforscht, dann haben wir 83, 84. Das ist mir dann schon viel wohler als mit 80,9. Also wir warten jetzt noch eine Runde, ja? Dann haben wir auch das Quartal abgeschlossen. Dann können die Leute jetzt Weihnachtsurlaub machen, können in den Weihnachtsurlaub gehen, können Silvester in Ruhe feiern. Hier kann ich ja nichts machen, hier kann ich glaube ich was machen. Da passt Aldrin.
muss auf jeden Fall Weltraumausstieg trainieren. Mindestens auf 50. Smalley sollte Forschung trainieren. Und das sind die drei, die wir brauchen. Nächstes Mal dann. Flugleiter waren alle okay. Okay, dann beenden wir die Runde kurz und schmerzlos. Der Raumanzug wird immer noch dran geforscht oder was? Ich hab das irgendwie. Habe ich eben wieder vergessen zu gucken, ne? So, Apollo können wir jetzt auch zum Testen auf jeden Fall freigeben. Da kann ich die Wissenschaftler abziehen. Okay. Die Russen haben wieder Missionen gemacht mit ihrem Warshot-Programm. So, viele Astronauten haben Skin hier. Das sind alles nur Ausbildungsmeldungen von den Astronauten. Ein paar Flugleiter sind von der Ausbildung zurückgekommen. So, Quartal 1. Quartal 1. Ich stelle jetzt erstmal Leute ein. Wir nehmen den Fernando. Oh. Hier kann jemand ganz gut mit Raketen. 53 ist halt auch nicht wirklich toll, ne? Aber wir nehmen jetzt mal einen dafür, noch einen für Raumsonden. Können wir noch mehr mitnehmen? Solange ich kann, stelle ich jetzt gleich mal ein paar Leute ein. Bevor es mir wieder geblockt wird. Ja, Raumanzug brauche ich ja nicht mehr, ne? Ich mache den einen Raumanzug noch fertig und dann war's das. So. Nehmen wir uns mal die drei Rekruten mit. Jetzt nicht mehr so aufs Alter zu gucken. Jetzt haben wir ja schon 1966. Wir nähern uns also langsam jetzt der Zielgeraden. Sollten wir zumindest, aber wir stecken noch mitten im Schlamm, im Forschungsschlamm. Der hier ist gut. Donald Rogers. Und James Robinson. Obwohl, nein. Er sah doch nicht so toll aus wie auf den ersten Blick. Ja, die anderen haben auch alle so zumindest einen relativ. Nein, Donald Rogers nicht. Das habe ich den falschen rausgenommen. Ich wollte. Damit es jetzt umsortiert. Also Donald Rogers nehmen wir. Ja, der kann halt sehr schlecht forschen. Der kann sehr schlecht fliegen.
Na ja, gut. Und auch Flugleiter können wir noch einstellen. Das machen wir mal so. Operative Missionskontrolle. Flugbahn und Steuerung. Ah, das Haus ist schon wieder voll. Okay. Wir schwimmen jetzt gerade in Geld, weil wir nicht so viel, weil wir keine Mission gemacht haben. Ja, schwimmen in Geld ist zu viel gesagt, aber wir haben Geld übrig auf jeden Fall. Und deswegen dann nutzen wir die Gelegenheit und erweitern mal die Gebäude. Also die Zentrale haben wir noch gar nicht erweitert. Die können wir auf jeden Fall schon mal erweitern. Doch einmal hatten wir so schon erweitert. Das Gebäude ist ausgebaut. Das Forschungszentrum ist ausgebaut. Das Astronautenzentrum können wir noch einmal erweitern für 1600. Und das Flugkontrollzentrum können wir auch noch mal erweitern. Das machen wir. Andere Gebäude können wir nicht verbessern. Okay. Und jetzt. Wagen wir. Jetzt gucke ich erstmal, was da mit dem Anzug los ist, bevor ich es wieder vergesse. Tatsächlich, hier wird immer noch am Gemini-Anzug geforscht. Warum? Weg damit. So, an dem Raumschiff muss eigentlich jetzt auch erstmal nicht mehr geforscht werden. An der Apollo-Kapsel. Am Raumanzug allerdings schon. Da haben wir jetzt sogar noch bessere Leute dafür. So, und am Lunar Expedition Modul, am LEM, müssen wir auch noch einiges machen. Da haben wir jetzt auch wieder gut Kapazitäten frei. Die Pioneer können wir schon bald losschicken. Und dann setzen wir die restlichen Leute hier noch. Ja, bis auf halt den einen, ne? Zu den Raumsonden. So, einen haben wir dann übrig. Den können wir dann nochmal in der Ausbildung schicken. Wie sieht denn unsere Rakete aus? Jetzt mit 83,3%. Wagen wir das? Ich denke, würde sagen ja. Einmal wird noch geforscht, dann sind wir wahrscheinlich bei 85 circa. Ich denke, das können wir jetzt verantworten. Es ist definitiv ein Risiko. Aber was ist kein Risiko? Ne? Wir müssen jetzt vorwärts kommen. Ich würde sagen, wir gehen das Risiko jetzt ein und fliegen mit einer Rakete, die nicht ganz perfekt ausgetestet ist. Ist ja nur ein Raumflug. Was sagt der Werner von Braun dazu? Er glaubt, dass es klappt. Ich glaube, dass ein Start dieser Mission erfolgreich sein wird. Durchschnittliche Zuverlässigkeit 89,8%. Das sollten wir schaffen. Aber es bleibt spannend, wenn die Rakete nicht beim Start explodiert. Der Kapsel vertraue ich. Den Leuten auch. Also wir haben gute Chancen.
Ja, wir haben zwei gute Flight Directoren. Wir haben gute Leute hier an den in den Raumschiffssystemen. Und am Capcom, wo haben wir Capcom? Haben wir Victor Tate, da gucke ich gerade nochmal. Ja, da bleibt auch Victor Tate drin. Bestätigen. Als Kommandeur der Raumkapsel nehmen wir Jack. Ja, der hat halt hier so relativ schwache Werte bei Forschung auch nicht so toll. Dann nehmen wir. Ja, da hat das bei Forschung auch nicht den Überwert, aber besseren. Dann nehmen wir Captain Wright als Kommande und Arthur Meyer als Pilot. Okay. Mission ist angesetzt. Wir haben einen Wissenschaftler frei. Den schicken wir auf eine. Mann, ist der schlecht. Also der kann eigentlich überhaupt nichts bis auf Raketen bauen. Raketen brauchen wir gerade keine, glaube ich. Was anderes brauche ich jetzt gar nicht. Also eigentlich könnte ich ihn feuern, aber es bringt mir auch nichts. Ach, den lasse ich jetzt mal da. Da muss ich mir noch überlegen, was ich mit dem mache. Kann er dann doch vielleicht irgendwo mal anpacken, hier und da, wenn jemand gebraucht wird. Die restlichen freien Astronauten. Ja, wie gesagt. Also der da, der ist ja eh noch ganz frisch, ne? Maurice. Maurice braucht eine Pilotenausbildung. Und der Jack Pearson. Ja, der kann ein bisschen Weltraumausstieg und Forschung gebrauchen. Das gebe ich ihm auch beides mal. Okay. Die Flugleitung schauen wir uns gerade mal an. Es sind 10 Leute auf einer Mission. Gucken, was die restlichen, wie die hier so aussehen. Da können wir ja noch ein paar Leute auf Schulung schicken, falls nötig. Also eigentlich können wir viele auf Schulung schicken, weil da brauchen wir erstmal nicht so viele mehr. Schicken wir zur Besatzung und Nutzlast. So, das ist ein Frischling. Setzen wir ein für die operative Missionskontrolle. Besatzung und Nutzlast. Raumfahrzeugsysteme. Antrieb. Carol Ewing ist eigentlich auch eine ganz gute Kandidatin für als Flugdirektor. Ja, es geht so. Machen wir mal Raumfahrzeugsysteme und Besatzung und Nutzlast, ne? Obwohl, machen wir operative Missionskontrolle dazu schon ein bisschen mehr. Den setzen wir noch zusätzlich in die Flugbahn und Steuerung. Den in die operative Missionskontrolle. Der hat schon zwei sehr gute Werte hier.
Alles klar. Gut. Wir sind bei 40 Minuten jetzt etwa. Sollen wir den Start uns noch angucken? Oder wollen wir den als Cliffhanger für nächstes Mal noch lassen? Ich glaube, das lassen wir als Cliffhanger. Ja, ich beende die Folge für heute. Und dann schauen wir morgen, ob der leicht risikobehaftete Start uns gegönnt ist oder ob wir ein Problem kriegen. Und damit verabschiede ich mich für heute und sage auf Wiedersehen.